waren. Ich glaube, Rufen gegen Robin GG mussten zum Beispiel gegeneinander im Top 64. Das ist natürlich sad, aber trotzdem mega gutes Showing. Und heute seht ihr alle hier. Außer Rufen leider. Der muss nächstes Mal wieder dabei sein. Inzwischen geht's auch hier weiter. Florian Scorpion gegen Bison und Skyvania. Ich glaube, es ist Lisa's Quarters. Genau. Fuego, hello! Wartet dann im Semis schon mal. Mal gucken, wie die hier abschneiden, weil ich hätte ehrlich gesagt, also ich dachte schon, dass Skyvania und Bison ein bisschen früher rausfliegen, muss ich ehrlich sagen. Echt? Ja? Ja, weil die gegen uns mussten. Ich dachte, die fliegen gegen uns schon raus. Oh, confident, sehr gut, ja. Wir haben noch nie gegen die verloren, deswegen. Ah, okay, gut. Man sieht's auf Fakt. Ja, genau. Ja. Das ist kein Übermut, oder doch, weil diesmal war es anders. Die beiden haben gewonnen, 2-1. Und dann gegen Syntec und Happy Chow, aka Splash, Mate, auch noch gewonnen. Was mich auch gewundert hat. Und jetzt sind sie hier in dieses Quarters und haben bisher eine sehr gute Leistung erbracht. Im Moment ist es auch even. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Also man merkt, dass auch ein merkwürdiges Team wie dieses hier eingespielt schon echt gut sind. Ja, die beiden haben sich auch bedingt durch ihre Charaktere gesucht und gefunden, ne? Naja, halt so lustig, ne? Die haben, seit er hier ist, haben die mit niemand anderem mehr geteamt. Das Ding ist, Bison ist halt echt ein guter Teamspieler, ne? Also der hat früher mit seinem Bruder Skeddy zusammengespielt. Insane, die waren so ultra gut einfach miteinander im Team. Und ja, jetzt inzwischen ist es eher so Cool und Skeddy und Bison und Skyvania. Die sich ja auch inzwischen echt gut machen. Wie sieht es inzwischen aus? Der Scorpion ist auf jeden Fall so das Zünglein an der Waage. Nennt man das so? Warum nennt man das so? Macht für mich keinen Sinn, aber man sagt das so. Nee, noch nicht. Er macht den Unterschied, würde ich damit sagen. Also die hatten alle so High Prozente und die gleichen Stocks, bloß Scorpion nicht. Das meinte ich damit. Vielleicht, ich bin was so Sprüche angeht und sowas, auch immer, ich verstehe die gerne mal falsch oder deute sie falsch oder sag sie falsch oder so, aber ich glaube, das ist so. Zünglein an der Waage. Falls ihr es besser wisst, könnt ihr mal in den Chat schreiben. Ich sehe den jetzt zwar gerade nicht, aber bestimmt irgendwann später und dann klären wir das mal. das hat Klärungsbedarf hier. Genau. Ganz wichtig, wir wollen ja auch alle lernen, ne? Richtig. Oh. Die Backer hat doch noch getroffen und haut Skyvania raus. Es ist trotzdem noch relativ even. Es kommt jetzt natürlich drauf an, wie gut Bison den Stock tanken kann und gut Skyvania keine Prozente kriegt. Oh. Ich finde das auch einfach super interessant. Ich wollte dieses Matchup von den beiden Dunkerton-Playern schon immer mal sehen. Denn ich habe mir das immer total wild vorgestellt, gerade in Doubles. Ne? Ja. So überall Projectiles, bam, bam, bam. Die spielen hier so kontrolliert damit. Also auch eher doch auf die Aerials ausgewichen. Okay, Bison hat hier gerade Crazy den Stock verloren mit dem Shield Break und ist dann einfach runtergefallen. Aber er hatte sowieso. Oh, das ist natürlich jetzt aber was. Oh, das ist jetzt gerade ganz wichtig. Aber Bison bringt sich hier in Sicherheit. Schafft es nicht, Skyvania rauszuhauen. Jetzt kommt Dunkard Stärke. Ja, genau. Die Leute auf Abstand halten, auch wenn er alleine ist. Versucht hier jetzt gerade ganz, ganz verzweifelt, irgendwie Scorpion zu erwischen. Aber da kommen die Auto-Kombos, die Auto-Team-Kombos hier schon. Ja, also Scorpion würde jetzt sich auf jeden Fall nicht einfach so treffen lassen, das ist das Ding, ne? Und das muss Bison verstehen. Er kann gerne damit spielen, dass die Leute wissen, dass er ihn natürlich angreift, aber im Endeffekt, ich würd das nicht mehr forcen. Meistens ist es, wenn man es forced, einfach accursed. Die passt jetzt eh nicht. Deswegen, Team Attack 101. Aber hier erwischt er ihn. Jetzt wird's nochmal spannend. Das war die Dose. Auf jeden Fall auch ein Matchup, das man schon auch in Singles sehen könnte. Flora vs. Bison. In letzter Zeit geht das sehr gut für Bison immer aus. Mal gucken, also das könnte jetzt jeder gewinnen. Einfach auch, weil jeder Hit von DDD jetzt gerade killen könnte. Also irgendwie Uptilt oder alle Aerials.
Aber jetzt gerade, Beißel tastet sich hier langsam ran, aber oh, da kommt der Update, sage ich ja. Kopfnuss. Da kommt die Kopfnuss und es steht 1-0 für Flora und Scorpion. Lassen sich hier das doch nicht nehmen, aber gut gespielt von Beißel. Man muss sagen, Skyvania hat auch sehr früh den Stock verloren, ganz am Ende. Da muss der Tag halt einfach da sein, ne? Genau in solchen Situationen darf man den Tag dann nicht verpassen. Aber gutes erstes Game. Viel mehr even, als ich dachte. Ich bin jetzt auch gespannt, wie das hier jetzt im zweiten Game aussehen wird. Ja, ich konnte übrigens das wirklich nicht tweeten. Ich weiß nicht. Es geht immer noch nicht? Nein. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich habe es von mehreren Geräten versucht. Ich habe das Ding vom Entwurf praktisch nur die Nachricht kopiert und dann nochmal eine neue Nachricht gemacht und das da reingemacht. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr Ahnung habt als ich von Twitter, aber Twitter will einfach nicht, dass ich meinen Post poste. Generell, also ich darf NIZ einfach nicht bewerben. Also nicht im Event drin. Also jedes Mal, sobald erst die Doubles dann losgehen und du willst dann was posten. Ja. Davor kannst du ja posten. Ich will nur posten, dass wir jetzt gerade live sind. Und Twitter lässt das nicht zu. Seid ex Trash. Ich meine, war schon vorher so ein bisschen Trash, aber jetzt mag ich Twitter. Verschlimmbessert, wa? Ja. Auf jeden Fall. Oh, Weiße crazy gerade. Die Prozentzahl schaut wieder hoch, du Hotschneider. Oh, immer noch am Leben. Und noch ein Abwehr-Kill. Und da kommt die der Dose zweite. Hätte ich gedacht. Aber Scorpion konnte da gut die ein. Genau, mal gucken, ob Scorpion hier. Oh mein und Gott, jetzt? Der Upsmash so früh gekillt. Ja, ein guter Upsmash auch, muss man sagen. Out of Shield echt eine gute Option. Hätte gerade einen wichtigen Equalizer gerade gemacht. Scorpion am Scorp-Tanken, das schon seit Stock-Tanken gerade. Aber das stört Beißel anscheinend gar nicht. Geht einfach weiter auf Flora. Er macht guten Damage und das ist auch schon der zweite Stock hier gerade von Flora. Deep ist er da gedacht. Ja. Ja, also das liebe ich immer an so großen Turnieren, die weiter weg sind. Danach haben sich mal alle so ein bisschen, weißt du, haben so die XP aus dem, ich will jetzt nicht sagen Ausland, aber ne? Also ja, von der anderen Region so ein bisschen mitgenommen. Es war, man könnte schon sagen, ja, es war jetzt nicht international unbedingt, aber es war intereuropäisch, nennt man das so. Also waren schon Leute aus Regionen Europas da. Dänemark und so, ne? Ja, Dänemark glaube ich gerade nicht, aber okay. Was an NRW so dran ist, so Frankreich und Holland, so aus den Ecken. Ich glaube auch irgendwie aus Portugal und Spanien. Genau, also ja, einfach bunt. Und da wird die XP immer aufgeschnappt, weil jede Region auch wirklich anders spielt. So Franzosen spielt zum Beispiel ziemlich aggressiv. Und das ist ziemlich cool. Jetzt hat jeder wieder so ein bisschen was mitgenommen, ein bisschen XP gemacht. Und jetzt schauen wir mal, wie das heute läuft. Auch gerade in Singles, aber ich sehe schon kleine Veränderungen. Oh, Beißel. So, mal gucken. Also Flora halt jetzt schon mit 130%. Aber Beißel verliert den Stock. Also jetzt alle auf dem letzten Stock. Wir haben eben gesehen, da konnten die beiden so ein bisschen rufen auf Skyvania. Skyvania hält sich jetzt auf jeden Fall ganz gut zurück. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, die richtige Entscheidung. Und jetzt verliert Flora den Stock. Und ja, eben hatten wir das schon. Wir haben ja auch gegen Flora und Scorpion gespielt. Und beim 1-1, ja, 1-0 vielleicht sogar für uns. War es dann so, nee, 1-1 war das. War es dann so, dass wir 1-0 für die quasi. Ja. Okay. Da hatten wir dann ganz am Ende genau die gleiche Situation. Und dann kam das Kamikaze und hat leider mich genommen, statt Skorpion. Ja. Das kann jetzt hier nicht passieren. Aber vielleicht kriegt ihr den falschen Spike ab oder so. Wir werden sehen. Skorpion spielt hier auf jeden Fall gerade ziemlich clean. Und die beiden nutzen einfach auch ihr Vorteil, dass der eine tanken kann und der andere hält von hinten noch mit rein, ne? Das ist halt natürlich auch sehr clever gespielt. Oh, die kommt back hier. Mit der Ente. Das war's, Leute. War das dieses Schwein von Looney Tunes? Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, safe. Gut, also wir sehen hier 1-1. Beißel und Skyvania konnten hier das zweite Game an sich reißen. Gut gespielt. Auf jeden Fall.
Ah, ich mag das auch ganz gerne, einfach nochmal zu sehen. Ja, stimmt. Duck-Hunt-Duo besitzt Aerials. Das ist cool. Ja. Ja, das sind halt so, das sind alles nicht so Top-Aerials, aber man kann die schon nutzen. Aber man muss sie auch wirklich kennen und damit rechnen, dass die manchmal auch einfach versagen. Ja. Also die Up-Air sind halt 3 Hits, die sind nicht besonders stark und also die ist nur dann gut, wenn du eigentlich weit oben triffst und irgendwie kombost mit deinem Stuff. Und Leute können halt rausfallen, ne? Wenn sie Momentum haben und da reinkommen, können sie auch rausfallen aus Dark-Air. Ja, genau. Ja, und Berg-Air haben fiese Sour-Spots. Die Down-Air muss man sehr genau timen, aber das kann Beißer ja sehr. Und auch Skyvania hat seine Momente mit der Down-Air. Hier schiebt wieder alles in die Luft. Das ist mein Setup, deswegen kann ich sicher sein, dass Chimotech an ist. Wir hatten nämlich im ersten Game bei Skyvania und Beißer, im zweiten, hatten wir kein Team-Attack an. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum fliegt hier nicht auch mal Skyvania oder warum fliegt nicht mal Beißel in die Luft? Aber ja, ich will nicht sagen, ich hatte ein Hero im Team, also ist vielleicht ganz gut, dass das aus war. Sprichst du aus Erfahrung, sagst du. Boah, Hero, also ich meine, wenn du so ein Kaboom abbekommst. Oh, Beißel verliert jetzt zweites den Stop. Jetzt gerade sieht das ganz gut aus für Team Gelb. Jetzt hier Flora, die den Stock verliert. Scorpion hat ja bisher immer ganz gut getankt. Pit kann halt auch aus vielen Situationen einfach was machen. Hatte man noch die Downbeat, hat mehrere Sprünge, Multi-Hits, Aerials, kann alles sehr von Vorteil sein. Doubles und lebt auch jetzt noch. Oh, die Dash Attack hat fast killen können schon. Ich hatte mich mal so ein bisschen schlau gemacht. Ich hatte mal geguckt, so Tierlisten und sowas, ne? DDD ist ziemlich low tier eigentlich im Rank, ne? Ja. So eher D-Richtung und so, was? C bis D. Ja, D wie DDD. Wie DDD, genau. Aber wenn ich Flora da immer sehe, also... Ja, also Ultimate, muss man sagen, ist schon ein bisschen mehr balanced als die anderen. Würde ich schon behaupten. Es gibt einfach viel mehr Charaktere, die nicht kompletter Trash sind, aber so im mittleren Bereich und wenn du ein Specialist bist, dann kannst du damit halt was ausrichten. Flora kann auf jeden Fall, also ich meine, bei DDD ist schon so schlecht, dass man denkt so, ja, irgendwann DDD hat seine Grenzen, aber Flora schafft es auf jeden Fall, diese Grenzen ziemlich auszureizen, habe ich schon mehrmals gesehen. Und schafft es ja auch teilweise hier Top-3-Spieler zu besiegen. Lafong zum Beispiel. Von daher, genau, also sowas gibt's halt auch, ne? Beißel ist auch, hier, ich sag Beißel statt Duckhunt. Duckhunt auf jeden Fall auch ein Charakter, der, ja, relativ low ist, aber mit dem man dann doch was machen kann, wenn man Specialist ist. Ich gehe einmal kurz, irgendjemand wollte was von mir. Ja, mach mal. Ja, und das beweist es ja halt im Endeffekt auch, ne? Also dann kannst du ja gepflegt auch Tierlisten ignorieren, wenn du halt einen Charakter fühlst. Und du auch die Zeit dafür nimmst, dann da ordentlich reinzubuttern, ordentlich zu trainieren damit und die Stärken und Schwächen damit mit auszuspielen. Dann ist es egal, wo irgendwer irgendwo dein Charakter reinrankt. Wenn du damit spielen kannst, dann kannst du halt damit spielen. So einfach ist das. So, und jetzt sehen wir halt die 2 gegen 1 Situation. Gucken wir, wie Sky das jetzt hier handeln will. Ah, schade. Und noch hält er sich. Oh! Das große Futter hat nicht geschmeckt. Okay. Ja. Geklärt. Ja. Gut, damit sind Scorpion und Flora weiter und richtig. Wir sehen hier als nächstes